Okay. Ich liebe es, Gold auszugeben. Ja, ich auch irgendwo. Los, machen wir die Quest mit dem Skelettkönig. Der König kommt, brüllt auf euch zu. Die Burg wird belagert. Rüstet euch, schnallt die Harnische fest. Greift eure Schwerter und Schilde. Wir werden angegriffen. Bitte, Abenteurer, helft bei der Verteidigung der Burg. Dum 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 dum. Lol, hat er sich überhaupt gerade geheilt? Super effizient. Feuerball. Aha, er hat Magiewiderstand. Aber das wird mich nicht aufhalten. Victory! Ja, gleich wieder einkaufen. Stylermunde, das macht das. Plus 4 Bedrohung. Oh, geil. Kommen wir Gutscheine für unseren nächsten Einkauf. Zwinker, zwinker. Ja! Aufwachen. Das ist doch mehr Welten im Anmarsch. Sieht nur, keine Zeit zum Nachdenken. Gruppe wird angegriffen. Ich finde die Musik so toll. Wäre schlecht, wenn der Magier stirbt. Danach werde ich wahrscheinlich noch Fahrerwort aufnehmen, wenn ich hier fertig bin. Also hiermit aufnehmen. Währenddessen kann ich dann eventuell auch noch welche Dienst rendern, den heißt das Pen and Paper. Mal gucken, weil ich brauche unbedingt Folgen für morgen. Müsst ihr wissen, weil heute kamen halt die letzten Folgen raus, die ich noch so auf Vorrat hatte. Und so und in meiner Weisheit, oder eher gesagt, so schlau wie ich bin, habe ich einfach nicht neu, habe ich bis jetzt noch nichts aufgenommen. Groß, neu oder so. Haltet stand. Ich hätte... Ach, hätten wir in dieser Burg doch mehr Ritter. Oh, da ist wieder so ein Schreckenswolf. Den mag ich gar nicht. Da bin ich früher auch mit der allerersten Gruppe, die ich hatte. Ich bin an dem ungefähr ein paar Mal gewiped, so gesehen. Ich musste da flüchten, weil ich zu scheiße war. Aber ich habe das auf Level 18 oder so, habe ich die Quest gemacht.
Jetzt mal Drachenblut. So, immerhin ist der tot. Schlag. Ich glaube, er hat jetzt eine Bedrohung von 21. Einige ergreifen schon die Flucht. Bleibt standhaft, Männer. Wir brauchen Ritter. Wenn das überstanden ist, werde ich hier eine Ritterakademie gründen. Oh, ein Eiselementar. Wieso steht da eigentlich nicht super effektiv dran? Dann komme ich wieder mit dem Eiszauber und dann ist er wieder bei Eisgegnern super effektiv wahrscheinlich. Das wette ich für euch. Dafür verwette ich mein letztes Kettenhemd. Super effektiv. Oder effizient. Tja, das kriege ich von euch allen. Er hat das Kettenhemd. Hässliche Schneefeen oder so ein Scheiß. Wo was so richtig hart wäre. Oh, jetzt habe ich Spalten gemacht. Wenn ich hier bei ihm die Bedrohung so hoch hätte, dass wirklich nur noch er angegriffen wird und niemand anders mehr in der Gruppe, wäre irgendwo genial. Victory. Frühstückszeit. Noch eine, glaube ich, fast geschafft. Oh, ein Flugselementar. Oder so. Feuerball. Feuerball, Feuerball. Na, 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 na. Bald kommt ja Weihnachten. Wisst ihr, was auch bald wieder kommt? Denn bald kommt natürlich, das habe ich in der Klasse auch so erfahren, weil das ist die Lieblingssendung von manchen Leuten und irgendwo Kult. Denn bald fängt in ungefähr 12 Tagen am 25. November fängt Weihnachtsmann und KKG wieder an auf Super RTL zu laufen. Das werde ich mir natürlich jede einzelne Folge anschauen. Mit dem guten Grantelbart, das werde ich mit Grantelbart auch noch mitteilen, dass es eine super tolle Sendung wieder anfängt. Wer den Grantelbart auf YouTube noch nicht kennt, der soll einfach mal nach Grantelbart Bärtige Gaming Comedy, Bärtige Gaming Comedy googeln. Oder einfach nur Grantelbart. Dann müsst ihr auch mal auf seinen Kanal kommen. Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn natürlich nicht in der Beschreibung verlinken.
Na gut, wenn ich dran denke, werde ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich das ja. Oh yeah. Gruppenbonus. Endlich ist es vorüber. Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass wir von nun an eine Ritterakademie haben werden. Dort werden Männer zu tapferen Recken ausgebildet. Quest done. Neue Klasse verfügbar. Ritter. Und so schaltet man den Ritter frei, Leute. Wie soll der ein Fähigkeitspunkt? So haben die alle wieder einen Fähigkeitspunkt irgendwie. Mehr. Den hatten sie zuvor noch nicht. Oder bin ich bloß blind? Vielleicht. Oder eher gesagt, vielleicht war ich einfach nur zu blöd zu merken, dass die hier einen neuen Fähigkeitspunkt kriegen. Regan. Okay. Wow. Das ist ja richtig nice. Richtig nice. Ich werde bis 500 gehen. Gold auszugeben. Weil. Ups, falsch. Falsch. Der ist ja schon auf Stufe 7 und da kann ich jetzt die super tollen Gegenstände da machen. Oh mein Gott! Drachenplattenpanzer. Oh, 20. Jetzt kriegen die alle noch ihre besten Rüstungen. Bei den Pixelfeder, den werde ich verkaufen. Brauche ich nicht mehr. Jetzt gerade auf den Dings gehen, dann verpeile ich das wieder. Oh, der hat noch nicht den. Noch nicht die. Der hat noch nicht mal die magische Rüstung. Okay. Jetzt hat er aber seine göttliche Rüstung. Und jetzt ist er auch full geupgradet. Das kommt auch weg. Thank you.
Der hat ja auch noch nicht seine 45 Goldrüstung. Okay. Lol. Leibgarde des Königs. So, jetzt hätte ich rüstungstechnisch bei den alles auf Full Upgrade. So, Frühstückszeit. Rettungsvision, Prinzessin und Schwester, nee. Geh mal in die Burgkanalisation. Und machen dann mal so ein bisschen Dungeon-mäßig noch. Würde ich sagen, dann würde ich das auch für heute wieder beenden. Oh ja, Treasures. Ihr habt euch etwas verdient. Hier bitte. Oh, ich habe gar nicht gesehen, was. Ups. Heilung. Ja. Ihr habt eine Heilquelle gefunden. Ihr trinkt den Rest des Wassers aus und dann verschließt es sich wieder. Treasures. 24 Gold. Ja. Found the key for the boss. Boah, es gab noch gar keinen Kampf. Apropos Kampf. Geht's euch gut? Böses Lachen. Und natürlich kämpfen wir gegen die Ninja Turtles. Ich kenne gerade den Namen irgendwie nicht. Wobei, oder ehrlich gesagt, ich kenne den Namen an sich überhaupt nicht. Also kann ich hier die jetzt nicht einzeln benennen. Auf jeden Fall sind hier 5 von den blauen immer da und ein roter. Da gibt es sogar mal in der Kombi mit einem roten. Nämlich 5 roten. Nämlich 4 roten oder 5? Ja, 5 roten und einem blauen. Und so. Hier gibt es einige Kombis aus Ninja Turtles. Power Rangers. Wieso komme ich jetzt auf Power Rangers? Wobei immer. Und zwar, aber wisst ihr was? Wenn ihr jemals ein Spiel habt, in dem ihr nach einem Bosskampf, keine Ahnung, irgendwie groß. Irgendwie der Boss explodiert oder sowas. In diesem Moment solltet ihr immer an Power Rangers denken. Weil damals war das auch immer so. Ja, ich habe Power Rangers damals ziemlich gut. Eigentlich sehr verfolgt. Oder sehr gern verfolgt, zumindest. Weil es war so irgendwo so Kultserie. Hey, was ist das? Ein Klicken. Oh, eine Falle. Wow, noch eine Falle. Oh, mit Flammen. Und dann Palm. Du kriegst Karotte. Roter Ziel auf. Ja, Fisch. Du kriegst Ei. Und Co. So. Oh, jetzt hat er so gut wie nichts gekriegt. Na egal. Als wir den letzten nähert, verschwindet der Schlüssel. Der Schlüssel. Der Schlüssel und der. Hässliche Boss taucht auf. Würde ich jetzt mal so sagen. Wow, endlich mal ist der Feuerball super, super effizient. Ich hoffe, man konnte es im Hintergrund nicht hören. Endgegner besiegt. Okay, Verlies ist verlassen. Somit hätten wir das Verlies auch hier fertig. Auf ins ferne Dorf. Würde ich sagen, dann machen wir einfach mal im fernen Dorf. Dann beim nächsten Mal. Die Quests weiter.
Und zwar, wenn wir hier irgendwelche Sachen suchen müssen. Also dann natürlich, Leute, wie immer, bewertet den Part, je nachdem, wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo!